Was brauchte ich denn für die Webstuhl? Jetzt habe ich genug. Dann bauen wir das mal. Abbrechen. Büse, fehlt mir immer noch Stoff. Da fehlt mir immer noch so ein anderes komisches Ding. Dann war es das wohl erstmal. Jetzt ist der Webstuhl voll einsatzbereit. Natürlich können viele Stationen verbessert werden. Dazu musst du nur die Baupläne sowie die benötigten Materialien finden. Stella, ich glaube, es ist Zeit, dass ich dir fortgeschrittene Webtechniken beibringe. Ja, die gibt es wirklich. Du kannst einige Verbesserungen an der Maschine selbst vornehmen. Es kommt darauf an, wie du deine Hände auf der Maschine platzierst. Wie du die Fäden anordnest, wenn du sie einlegst, spielt ebenfalls eine große Rolle. Mit ein paar einfachen Tricks wirst du viel komplexere Dinge herstellen können. Stoff, um genau zu sein. Hier, sehen wir es uns mal an. Wir können endlich Stoff aus Fäden herstellen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, guck. Du bist ein Naturtalent. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Du bist nun eine Meisterin, mehr kann ich dir dabei nicht beibringen. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich es selbst mal gerne ausprobieren. Das wird mir auf jeden Fall dabei helfen, mich etwas zu entspannen. Prima. Sie ist glücklich. So, die Hauptsache. Profitgier GmbH entdeckt. Na Mensch. Genau zum rechten Zeitpunkt, denn es ist Nacht. Also hätte ich eh nichts Besseres machen können. Na, hier ist doch schon wieder so ein kleiner, naja. Ich würde gerne Fäden kaufen. Mhm. Du bist Stella, wenn ich mich recht entsinne. Ich vergesse niemanden, vor allem nicht, wenn die Person glänzende Glimps dabei hat. Keine falsche Scheu, sieh dich ruhig um. Mhm. Ich kann überhaupt nichts kaufen. Viel hast du ja nicht.
Alles ein bisschen zwielichtig hier. Zeit ist gekommen, Freunde. Lasst uns die Dornenranken der Ungerechtigkeit zertrampeln. Lasst uns die fesselnden Stricke der Arbeit zum Niedriglohn verbrennen. Lasst uns die goldenen Mauern der Oberschicht einreißen. Eure Lebensumstände hier sind schon lange unzumutbar. Es ist an der Zeit, dass ihr euch wehrt. Zeigen wir diesem Kapitalistenschwein, dass Reichtum und Wert durch eure Arbeit geschaffen werden. Dass er durch eure Arbeit Profit macht und dass er auf eure Kosten lebt. Verzweifelt nicht, Freunde. Gemeinsam können wir diesen ungerechten Strom der Bereicherung umkehren. Gemeinsam können wir der Arbeiterklasse endlich wieder zur Macht verhelfen. Macht, die ihr verdient habt und Wohlstand, von dem ihr profitieren solltet. Es ist an der Zeit, das einzufordern, was rechtmäßig euch gehört, Freunde. Sieh dir mal diesen Sicherungskasten an. Das Glas ist zerbrochen. Das entspricht nicht den Bauvorschriften. Wenn ich hier der Gewerkschaftsführer wäre, Junge, Junge, diesem gierigen Chef würde ich das Maul mit seinen eigenen Schuhen stopfen. Kann man jemand machen? Natürlich nicht. Da komme ich noch nicht hin. Gehen wir erstmal zu diesem einen Verlassenen. Ich muss sagen, ich komme hier nicht hoch. Tatsache. Also ich komme da auch nicht hoch. Komisch, da komme ich hoch. Junge, ich kann unsere nächste Runde kaum erwarten. Mein Freund Buck hat ein neues Spiel für uns vorbereitet. Sicher wird er uns bald darüber berichten. Hey. Sieht doch gut aus. Hey. Komm ich nie hoch. Hallo. Ich kann hier nicht weg. Na gut. Dann eben nicht. Oh, hallo. Möchtest du an unserer Demonstration teilnehmen? Gut, dann los. Da du gerade erst hier aufgetaucht bist, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Dort oben findest du den Geschäftsführer dieser Firma. Er ist in sein Büro geflohen und weigert sich, es zu verlassen. Was für ein Feigling. Versuche ihn davon zu überzeugen, sich seinen Angestellten zu zeigen und ein ehrliches Gespräch zu führen. Wir gehen hier erst weg, wenn sich ihre Bedingungen gebessert haben. Gut, dass ich da gerade herkomme. Nee. Was willst du? Verschwinde von hier. Ich habe nichts Falsches getan. Ich bin es, der hier bedroht wird. Als ob 3 Urlaubstage weniger pro Jahr ein Problem für die wären. Hätten sie sich doch lieber zweimal überlegt, ob sie eine Familie wollen oder nicht. Ich bin nicht für die miesen Entscheidungen von anderen Leuten verantwortlich oder für ihren Mangel an höherer Bildung. Sie können nur froh sein, dass ich die Produktion nicht verlagert habe. Was kommt denn als nächstes, dass ich auch noch die Kosten für ihre Krankenversicherung übernehme? Warum sollte ich sie bezahlen, wenn sie nicht arbeiten? Mir doch egal, ob sie einen gebrochenen Arm oder Keuchhusten haben. Wenn sie nicht hier sind, arbeiten sie auch nicht.
Was? Mhm. Wir gehen hier nicht weg. Nicht ohne Verhandlung. Das kennen wir ja schon. Du sagst, sie wollen nur verhandeln? Hör mal her, es wird heiß hier drin. Und außerdem bekomme ich langsam Hunger. Na gut, du kannst ihnen sagen, dass ich meinen Beschluss zu den Urlaubstagen zurücknehme. Ich werde hier auf dich warten. Na Mensch. Und? Nein, das reicht nicht. Wir möchten 20% mehr Lohn und volle Arztkostenerstattung. Und außerdem eine weitere Woche Urlaub sowie eine Beteiligung am Kapitalertrag in Höhe von 5%. Meine Güte. Was hat sie gesagt? Aber. Verdammt, ich muss wirklich mal pinkeln. Na schön, na schön. Was auch immer sie wollen. Sag ihnen, dass sie bekommen, was auch immer sie wollen. Aber sie müssen aufhören, mich Herr Geldsack zu nennen. Verstanden? Okay, und jetzt verschwinde. Ich muss den Schlüssel für diese Tür finden. Er hat also allen Bedingungen zugestimmt? Wunderbar. Du verhandelst ja knallhart, Wildfang. Ich mag dich jetzt schon. Na gut, dank dir ist meine Arbeit hier getan. Ich könnte mit dir auf deinem Schiff reisen. Ich kann es kaum erwarten, meinen alten Knochen einem gemütlichen Haus Ruhe zu gönnen, mit dir als Begleiterin, Wildfang. Wir sehen uns dort. Ja. Das ging ja flott. Jetzt weg. Ne. Dann war's das wohl hier. Und wieder ein neuer Gast. Worauf wartest du denn? Hast dir ja schön Zeit gelassen. Oh, schick. Uff, was für ein merkwürdiges Gefühl. Man sollte ja davon ausgehen, dass jemand in meinem Alter schon alles gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefallen hat. Es ist aber allemal besser, als ein gesichtsloser Wicht mit Kapuze zu sein. Diese Umhänge kratzen fürchterlich. Ah, es fühlt sich so gut an, die frische Luft zu atmen. Ich sollte mir ein wenig die Beine vertreten. Einen Hunger habe ich auch. Weißt du was? Wärst du so nett und würdest mir eine kleine Mahlzeit zubereiten? Das wäre wundervoll. Danke, Wildfang. Okay, du kannst dich jetzt an die Arbeit machen. Mensch, das war aber lieb von dir. Was möchtest du denn essen? Sowas vielleicht? Ein bisschen verkocht, oder? Und etwas fade. Ach, nicht so wichtig. Das passt schon. Danke, Wildfang. Du bist ein echter Schatz. Während ich auf dieser Insel war, habe ich nicht viel von der Außenwelt mitbekommen. Wenn man sich für die Rechte der Arbeiter einsetzt, kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir sollten uns dem neuen Klatsch widmen. Meinst du nicht auch? Oh, aber versteh mich nicht falsch. Klatsch ist nicht wirklich mein Ding. Wir müssen aber informiert bleiben, für den Fall, dass etwas Wichtiges passiert. Und dafür kenne ich genau die richtige Person. Eine alte Freundin von mir reist durch die Ozeane. Sie kann uns sicher sagen, was sich alles zugetragen hat. Hast du Lust auf ein kleines Abenteuer? Nun ja, eine Wahl hast du ja nicht wirklich. Sie sollte irgendwo in der Gegend sein. In letzter Zeit hat sie etwas zugenommen, aber erwähne das bloß nicht. Sie regt sich immer auf, wenn jemand ihr Aussehen anspricht. Besuchen wir sie. Und jetzt Beeilung.
Die sieht voll süß aus. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, oft, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.